Sitzende Ford mit Zitat Nummer 52 aus Shamati 83. Das rechte Wab und das linke Wab. In jedem Zustand, in dem man sich befindet, kann man ein Diener des Schöpfers sein, da man nichts braucht, sondern alles über den Verstand erfolgt. Sondern alles über den Verstand tut. Es stellt sich heraus, dass man keine Mochin braucht, mit der man dem Schöpfer dienen, mit der man ein Diener des Schöpfers sein kann. Und jetzt können wir interpretieren, was geschrieben steht: Deck den Tisch vor mir auf gegen meine Freunde, gegen meine Feinde. Ein Tisch bedeutet, wie es geschrieben steht, und sandte sie aus seinem Hause und sie verließ sein Haus und ging hin. Ein Schulchan, also ein Tisch, kommt von der Veshalcha und schickte sie, was Ausgang aus der Arbeit bedeutet. Wir sollten interpretieren, dass man während, selbst während des Ausstiegs aus der Arbeit, das heißt in einem Zustand des Verfalls, noch einen Platz zum Arbeiten hat. Das bedeutet, dass wenn man während des Niedergangs über den Verstand herrscht und sagt, dass ihm auch die Abstiege von oben gegeben wurden, dadurch die Feinde ausgelöscht werden. Das ist deshalb so, weil die Feinde dachten, dass der Mensch durch die Abstiege in die äußerste Niedrigkeit gelangt und dem Kampfplatz entkommt. Aber am Ende geschah das Gegenteil. Die Feinde wurden ausgelöscht. Das ist der Sinn dessen, was geschrieben steht, der Tisch, der vor dem Herrn ist, dass er genau auf diese Weise das Antlitz des Schöpfers erhält. Das ist der Sinn des Unterwerfens aller Urteile, selbst der härtesten Urteile, da er zu allen Zeiten die Last des Himmelreichs auf sich nimmt. Das heißt, er findet immer einen Platz zum Arbeiten, denn es steht geschrieben, dass Rabbi Shimon Bar Yochai sagte, es gibt keinen Platz, um sich vor dir zu verstecken. Der Mensch muss sehen, wie am Ende des Artikels geschrieben wurde, wie man hier Bemühung Es ist klar, dass wir das so machen müssen in unserem Leben, wenn wir daran verdienen. Aber im spirituellen Leben, so schwer es uns ist, nicht, dass wir selber diese Schwierigkeiten schaffen, sondern wir sehen, dass es für uns etwas Schwieriges gibt. Tu das nicht umfahren, sondern geh geradeaus durch diese Schwierigkeiten durch. Mach das so, und das wird dann der kürzeste und leichteste Weg sein. Und wo wir ein Problem in der Spiritualität haben, einen schweren Weg, lauter Mauern um uns herum, die man nicht überwinden kann, vertiefe dich einfach darin, dass du sie durchbrichst, diese Mauer, und du wirst sehen, dass du durchkommst. Das heißt kurz und lang. Gut, Dudi, vielleicht gehen wir jetzt über.